Dun, dun, dun. Oder auch nicht. Wie sie es uns im Bootcamp beigebracht haben. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Schicken Sie die Truppen! General Engel, bitte bestätigen Sie... Kommandant? Hallo? Kommandant Mannheimer? Hören Sie mich! Automatische Sicherheit. Der Tank sieht explosiv aus. Ausgang. Achtung, Explosion in Treibstofflager 3A. Sicherheitspersonal den Bereich unverzüglich untersuchen. Wiederhole, Explosion in Treibstofflager 3A. Sicherheitspersonal den Bereich unverzüglich untersuchen. Du verfährst dir die Sicht!
Caroline, es tut weh. Leihen Sie mir Ihre Flügel. So gut ihr könnt! Drehen Sie ihn auf die Seite, Herr von Bartel! Wach auf, Max! Gut. Max, halt! Er ist da! Max! Okay, kommt jetzt! Max. Wir sollten schnell untertauchen! Geschafft, Herr Blaskowitsch! Caroline, die Hammerfaust ist frei und ich gehe zurück zu unseren Leuten. Könnten Sie und Ihre Flügel noch etwas länger bei mir bleiben? Teil muss ich irgendwo aufladen.
Okay, so weit, so gut. Warte. Deaktiviert die Rettungsboote! Zu spät! Feuer! Los geht's. Heilige Mutter, tut das weh! Zappeln Sie nicht so rum. Wollen Sie mehr Schmerzmittel? Nein, 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 nein. Machen Sie einfach, Mann. Ah! Hört her, Leute. Caroline hatte einen Plan. Ja, die Befreiung der Vereinigten Staaten von Amerika. Caroline wollte die USA befreien und von dort aus den Rest der Welt. Und was auch immer passiert, genau das werden wir tun. Für Caroline. Um Himmels Willen, Max, hör auf zu helfen. Warum ist die da mit an Bord? Weil wir ohne sie alle längst tot wären. Wir schulden ihr was, darum können wir sie nicht töten. Es sei denn, sie verarscht uns. Verarschen Sie uns? Nein, Mister. Ich bin keine von denen. Nicht mehr. Na gut. Also, Caroline hat Funkkontakt zu einer amerikanischen Widerstandszelle in New York. Wenn wir Carolines Plan umsetzen wollen, müssen wir uns mit amerikanischen Widerstandsgruppen zusammentun, um die Menschen für einen Aufstand zu gewinnen. Wasserbomben! Was in Teufels Namen geht hier verdammt nochmal vor? Etwas durchbricht die Oberfläche. Mehrere Objekte! Das ist diese verdammte Frau Engel. Will mir jemand verraten, wie sie uns gefunden hat? Mund auf! Irgendjemand in ihrem U-Boot sendet ihre Position! Na toll, das ist fantastisch! Der Ausmerzer hat die Nachrichten von jemandem aus ihrem Boot empfangen. So haben wir sie gefunden. Und von wem? Sektion F? Wie bitte? Okay, okay. Da ist sie, Sektion F. Aber es gibt keine Sektion F. Die Karten sind ungenau. Wir haben geschaut, da ist keine Tür. Was wenn doch? Was wenn sich jemand dort versteckt und dieses Signal sendet? Untersucht ihr das? Ich muss mich erst mal hinlegen. Los, Kinder, los. Hier, verschieben Sie den Schrank. Faszinierend. Was siehst du? Die Tür ist von der anderen Seite verschweißt. Hier, Junge. Hierher. Nehmen Sie das. Fergus hatte einige Ideen für Verbesserungen. Ein paar habe ich umgesetzt. Danke, hat mir schon gefehlt. Ich mach's wieder auf, wenn du fertig bist, Großer.